herzlich willkommen bei Lifetime Pilates Podcast. Mein Name ist Eva Obenhaus, ich bin Pilates Coach und Bewegungs- und Sportlehrerin. Mein Anliegen ist es, Pilates in den Bewegungs- und Sportunterricht zu integrieren. Heute möchte ich mit Ihnen Pilates für die Füße machen. Ich verwende dazu einen Pilates Toning Ball, Sie können aber auch gerne einen Tennisball verwenden. Inspiriert wurde ich durch Erwin Franklin, den Erfinder der Franklin-Methode, und auch von Elisabeth Larkamp von Body Balance Pilates. Viel Spaß damit! Alle kennen den Stress im Büro, wenn die Zeit knapp ist und viel auf einmal erledigt werden soll. Da kann eine kurze Bewegungspause Wunder wirken. Wir ziehen unsere Schuhe und Socken aus und spülen zu Beginn die Anspannung mit viel Wasser weg. Durch Massage der Reflexpunkte am Fuß nach jeder Übung werden Organe, Gelenke und auch das Gehirn erreicht. Besonders wichtig ist die Innenkante des Fußes, wo sich die Reflexpunkte der Wirbelsäule befinden. Nun zu unserer ersten Übung. P wie Pferd. Stellen Sie sich vor, Sie sind ein Pferd, das auf dem Boden stampft. Wir pumpen Wasser in unsere Gelenke. Durch die Rotation aus der Hüfte mobilisieren wir unser Hüftgelenk, das durch langes Sitzen manchmal steif und starr geworden ist. Denken Sie an die Massage immer wieder zwischendurch. A wie Ameise. Stellen Sie sich vor, Sie haben Ameisen zwischen den Zehen und möchten diese abschütteln. Wir bewegen unsere Zehen nach allen Richtungen. Die dritte Übung, U wie Uhu. Power Grip zur Fußkräftigung. Stellen Sie sich vor, Sie sind ein Uhu mit starken Krallen. Wir versuchen jetzt, den Ball mit den Zehen aufzuheben. Die vierte Übung, S wie Schlange. Stellen Sie sich vor, Ihre Zehen sind kleine Schlangen, die sich mühelos nach allen Richtungen bewegen. Atmen Sie tief ein und schütteln Sie beim Ausatmen Ihre Sorgen zwischen den Zehen aus. Dehnen Sie jede einzelne Zehe und überkreuzen Sie diese oberhalb und unterhalb. Durch das Klopfen zwischendurch aktivieren Sie Ihre Reflexpunkte. Fünfte Übung ist E wie Ente. Bei unserer letzten Übung stellen wir uns vor, wir sind eine Ente mit breiten Flossen. Wir spreizen unsere Zehen und greifen mit unseren Fingern zwischen die einzelnen Zehen. Anschließend rotieren wir unseren Vorfuß. Mit der freien Hand fixieren wir den Mittelfuß und imitieren den Flossenschlag einer Ente. Bevor wir mit dem anderen Fuß üben, vergleichen wir rechts und links. Was hat sich verändert? Wie fühlt sich der Übungsfuß im Vergleich zum anderen an? Leichter oder breiter? Diese Übungen können leicht in den Pausen während des Jobs, zu Hause oder in der Schule eingebaut werden. Sie merken jetzt sicher, dass Verspannungen gelockert und der Stress verschwunden ist. Ihre Kollegen und Kolleginnen werden Ihre neue Gelassenheit schätzen. Sie sind ausgeglichener, wieder bereit, Informationen aufzunehmen und zu verarbeiten, neue Ideen zu entwickeln und der Kreativität freien Lauf zu lassen. Viel Spaß dabei! Das waren unsere Lifetime Pilates Fußübungen. Ich freue mich auf ein Wiedersehen bei unserem nächsten Lifetime Pilates Podcast.